Radio 1, auch in diesem Jahr sind wir wieder das offizielle Berlinale Radio. Und wie Sie wissen, wenn Sie öfter bei uns sind, freuen wir uns immer ganz besonders, wenn wir Filme vorstellen können, die im Wettbewerb sind. Weil wir immer die Hoffnung haben, dann sehen wir sie auch später nochmal, wenn sie dann Bären bekommen, wäre möglich. In diesem Jahr ja sehr auffällig und ich glaube auch sehr bewusst gesetzt von einem Leitungsduo. Wir haben ja zwei Chefs bei der Berlinale, dass wir im Wettbewerb auch mehrere Duos haben. Also Leute, die zusammen ihre Filme gemacht haben. Das gilt jetzt für die beiden Männer, die hier stehen. Die kennen sich schon seit 21 Jahren, schon von der Filmschule, haben immer mal auch zusammengearbeitet, haben wir irgendwie verschiedene Funktionen übernommen, aber noch niemals gemeinsam einen Film inszeniert. Das ist also jetzt ihr gemeinsames Debüt, wenn man so will. Todos os Mortos ist der Film aus Brasilien, All the Dead Ones. Bitte begrüßen Sie Cayetano Gotardo und Marco Dutra. Hi, good to have you here. Hello, hello. Hello, hello. Hey, hey, thank you. Thank you so much for coming. Congratulations. Now you're on the competition of Berlin, which is maybe for you a very exciting moment. It's your first collaboration as a feature directors. Yeah, yeah, we are very, very happy to be here. It's an amazing experience. Our premiere was yesterday and it was like a crazy moment and beautiful moment for us. And we have 19 Brazilian films in Berlin in different sessions this year. So it's very strong to be here with all those films. We are part of a collective effort in Brazil to keep doing cinema, yeah. Also Sie sind sehr aufgeregt und sehr glücklich. Gestern war die Premiere und Sie fühlen sich auch gut in dieser Gruppe, weil es 19 verschiedene, in den verschiedenen Sektionen auch brasilianische Filme gibt. Und Sie finden es natürlich toll, jetzt mit diesen Kollegen und Kolleginnen hier zu sein, ihren Film zu zeigen. All the Dead Ones ist ein wirklich ganz interessanter Film, weil er eine historische Periode schildert, von der ich glaube, wir sehr wenig wissen, nämlich dass die Sklaverei so spät abgeschafft wurde in Brasilien. Also ich wusste das nicht, im Prinzip am Ende des 19. Jahrhunderts erst. Warum hat das so lange gedauert? Das ist der Ausgangspunkt eurer sehr ungewöhnlichen Geschichte. I have to admit that I didn't know how late really slavery was abolished in Brazil. So at the end of the 19th century, why was it so late? Because it's a very important moment for your story. Yeah, it was very late. Brazil was the last country in the Americas to abolish slavery in 1888. And it was like everything is justified to this day. It was part of the economy, so it had to be slowly abolished. So there was laws that made it harder throughout the 19th century. But abolition only effectively came in 1888 when the elite in the country was actually prepared for it to deal with the losses of that. So Brazil starts the democracy already with a problem, and that was part of the reason we tried, we made this film, to try to understand the Republican Brazil, Democratic Brazil, the Brazil that we in theory have today. The way it started with a problem that it was not able to solve, and we lived throughout the 20th century and the beginning of the 21st with a lot of those problems, and we're still trying to figure that out. Es war tatsächlich so spät, es war Teil der Ökonomie, also man hat verschiedene Gesetze auch geschaffen, um diesen Prozess, es war übrigens wirklich das letzte Land Amerikas, das die Sklaverei abgeschafft hat und diese verschiedenen Gesetze wurden eben geschaffen, um einen ganz langsamen Prozess des Abschaffens in Gang zu setzen, immer mit der Begründung, man braucht es für die Ökonomie. Und er sagt, das ist das Interessante, da kommt so zusammen die Schaffung der Demokratie in Brasilien zusammen mit diesem Riesenproblem der Abschaffung der Sklaverei und die Folgen davon spürt man noch heute. Das geht also die 20. und 21. Jahrhundert, dass die Demokratie mit diesem Problem angefangen hat. Und deshalb war es Ihnen auch so wichtig, weil Sie heute in einer sogenannten Demokratie leben, hier nochmal zu verweisen auf die Wurzeln, auf die Anfänge. Und ihr erzählt hier eine große Geschichte, it's a big drama, really big story. Wir haben es, it reminded me a lot of Chekhov, of course. Wir haben also drei Damen unterschiedlicher charakterlicher Eignungen. Die sind auch teilweise sehr merkwürdig, eine ganz alte Dame. Da gibt es eine Nonne, es gibt diese verrückte Pianistin. Und die sind ja Sklavenhalter gewesen. Jetzt haben sie keine Sklaven mehr. Was passiert mit ihnen? Das ist wirklich sehr interessant, das zu sehen. Ich habe darüber noch nie nachgedacht, was passiert mit Leuten, die bisher Sklaven hatten, jetzt nicht mehr. It's very interesting for me to see these three women like in a Chekhov play. Maybe you can describe a little bit her situation or their situation, because they used to have slaves, but now for them as well, like for the slaves. It's a very new situation. Yeah, for us, Chekhov was a big influence. We really love his work, and
we are thinking of these women facing a changing time and not being able to totally adapt to these changes. This white family, there are two families in the film. There is the black family as well, in which there is another woman who really tries to go forward and adapt to these changing times and to create a place for herself in the society. But the white women of that once rich family that now is in decadence, they really struggle to keep their privileges. They really can't let go of their privileges, even if they are losing it. So they are a bit lost in time. And so for us, it was interesting to look at our society through these very strong and complex characters. But also we have the influence of many sources, but also Bertolt Brecht. Of course. Yes. Because there is a way of looking at society and trying to reveal the aspects of the mechanism of creating the scene in a way. Yeah. Absolutely. Also auf der einen Seite war Tschechow ein großer Einfluss für Sie, um diese Geschichte zu erzählen, dieser drei Frauen, der Move to the City, by the way, from the countryside. Also dieser Frauen, die ja jetzt, nachdem sie keine Sklaven mehr haben, in die Stadt ziehen müssen und dort aber versuchen, so ihre Privilegien, ihr besonderes Leben aufrechtzuerhalten. Sie versuchen eigentlich so zu leben, als hätten sie noch Sklaven, weil sie mit dieser Situation überhaupt nicht klarkommen. Es gibt auch noch die Geschichte einer schwarzen Familie und einer Frau, also die früher Sklaven waren, auch die müssen ja übrigens jetzt irgendwas Neues in ihrem Leben suchen, müssen einen neuen Ansatz finden für ihr Leben. Also das haben sie versucht, die auch zu verbinden, diese beiden Geschichten der weißen und der schwarzen Familie. Und ein anderer wichtiger Einfluss war für sie Bertolt Brecht, so wie sie die Szenen aufgebaut haben, dass man die soziale Struktur versteht. And I think it's a very good role model to use Brecht's method, because I really like at the movie that on one hand, all the characters are very realistic and played in a very realistic way, like amazing actors. But on the other hand, they have something like a social mask. So you can always understand the class structure and the position of them. So this is really interesting, and it's sometimes very interesting to see the way you combine these different styles. Maybe you can describe a little bit the work. Is it amazing? Maybe they are very famous, all these ladies, for instance. They're not yet. I mean, some of them, like Clarissa, who plays Maria, the nun, is a very old friend and collaborator. She did our first short film with us back in 2002. Some of the people we are working here for the first time, Alaide Costa, who plays Josefina in the first scene, is a very important scene that opens the film, is a very famous Brazilian singer, actually, that doesn't act usually, but that we convinced to come and join us. The thing is, we work very close to the team and to the cast, developing the characters, and we improvised a lot, and we absorbed a lot of their propositions into the characters. So what you say is a mix of techniques. We accepted that it would be a mix. It wouldn't be like, okay, this is the way the film is acted. We would understand what each moment is. There are some monologues in the film. There are some conflict scenes in the film in which characters have to face each other very clearly about their faith, for instance. So we were very open to watch what each scene represented, instead of like one universal method that we would apply to the film. That was a way that we found to keep the film breathing and alive. Ich habe gefragt nach diesem auch Stilmix, den es in diesem Film gibt. Also auf der einen Seite ganz realistisch gespielt, auf der anderen Seite auch brechtsche Verfremdung. Also irgendwann zum Beispiel spielt ja am Ende des 19. Jahrhunderts, läuft ein Junge über die Straße und dann fährt ganz schnell mal ein Auto vorbei. Ganz normales Auto, nachher wieder kutschen. Aber in dieser kleinen Sekunde wird man plötzlich mal wach und merkt, was ist jetzt hier los? Was verstörend, Brecht, wenn man so will. Und ich habe nach den Leuten gefragt, also Clarissa ist die Nonne in dem Film, die Maria spielt. Also Clarissa Kiste, eine gute Freundin von ihnen, mit denen, die haben schon öfter zusammengearbeitet, schon mal im ersten Kurz. Film. Alaide Costa ist Josefina gleich am Anfang. Die ist eine Sängerin, hat überhaupt noch nicht gespielt. Also es sind teilweise Leute, die zum ersten Mal vor der Kamera standen und hier zusammen spielen. Aber ich muss dazu sagen, das Wichtigste fand ich dann doch auch das Schicksal der ehemaligen Sklaven. Weil das ist hochinteressant, darüber denkt man ja auch kaum nach. Plötzlich sind sie frei, aber gleichzeitig sind sie auch wieder noch abhängig. Und das sind sehr interessante Szenen, wo dann plötzlich die Leute zwar angestellt werden, sie werden bezahlt, aber trotzdem wie Sklaven behandelt, wehren sich dann auch wieder und sagen, ich habe hier eine besondere Aufgabe. And ich mache auch nicht mehr. But the most interesting thing for me was the behavior of the former slaves, because it's so interesting. They are free, but they're still very dependent on the old bosses. They get paid now, and
some moments they say, okay, no, that's too much. That's not my job now. I'm an employee. But I think it's very interesting to see them grow, to see that they have a new kind of self-confident. How was it to develop these characters? Yeah, I think Brazil has... It was almost 400 years of slavery in Brazil, so it doesn't vanish easily. Sure. It's very deeply naturalized in the way people deal with each other in a way. So when slavery ended and there was no plan for the former enslaved people to really be part of society, there was this struggle for that they had to go for it and find their place. But also there is an inner thing that the way they behaved, and especially the way the elite behaved towards them, that kept in a way some slavery ways of dealing with each other, you know, like, so they had to find the strength to fight against it and to finally put themselves in another position, because the elite wouldn't help them with that. So they that we wanted to deal with that in the film, and it's present until today in Brazil. We still see people that act like they have the right to be served. Mm-hmm. You know, Brazilian elite until today has a big difficulty to let go of their privileges. Yeah, and that's where the whole movie ends in our time, in the present time, normal thing. Also er hat gesagt, die Sklaverei hat 400 Jahre existiert in Brasilien und das ist noch drin, das haben die Menschen auch verinnerlicht. Also die Menschen benehmen sich zum Teil tatsächlich noch so, als gäbe es diese Strukturen noch. Und er sagt gerade auch, die Elite benimmt sich oft so, als hätten sie das Recht, dass man sie bedient, dass man etwas für sie tut. Deshalb ist das durchaus präsent und es geht ja auch nicht so schnell raus aus den Menschen. Das haben sie auch in ihrem Film ja genau versucht zu zeigen, wie diese Machtstrukturen von den Menschen verinnerlicht und nach wie vor bedient werden im Verlauf dieses Films, sie auch versuchen zu kämpfen, davon wegzukommen, aber gleichzeitig eben von der Elite so behandelt werden und damit werden bestimmte Machtverhältnisse immer wieder reproduziert und genau das ist der aktuelle Anlass und da finde ich auch sehr aktuelle politische Ansatz dieses Films, dass er auf heutige Machtstrukturen in Brasilien verweist. Also zum einen ist es Period Movie, aber es ist eben auch ein sehr, sehr moderner und sehr zeitgemäßer Film, den Sie auch noch sehen können und zwar am Samstag, das ist dann um 17 Uhr hier im Haus im Cinemax 7, eine sehr ungewöhnliche Erfahrung, man lernt sehr viel über Brasilien und lernt vor allem fantastische Schauspielerinnen. Ist fast nur ein Film mit tollen Frauen, Schauspielerinnen kennen. Den Film von Caetano Gottardo und Marco Dutra, All the Dead Ones, Todos os Mortos, im Wettbewerb der Berlinale. Thank you so much. Have a great time in Berlin. Thank you. Thank you. Thank you so much. Täglich ab 19 Uhr, Berlinale Talk im Cinemax am Potsdamer Platz. Radio 1, das Berlinale Radio.